Zwei Würfelmelsungen, zweimal von Martinovic, einmal ins Tor und andere Seite Lasse Andersson. Letzte Saison, Andi, hat er sich bis zum Sommer auch häufig Mitte, jetzt halb links. Kommt seiner Torgefahr zugute, genauso wie Lasse Andersson. Beide Mannschaften mit hier. Ich kann mich noch daran erinnern, in der Bundesliga, als Hans Lindberg damit anfing und dann alle erstmal diskutierten, ob Schrittfehler ja oder nein. Gitzel. Tolbrink geht schon mal runter, dass Milosavljev ins Tor kommt. Aus dem Winkel! Da war doch gar keine Lücke! Balenciaga, oh. Kam der Pass nicht an bei Andersson. Tempo-Gegenstoß, Andersson. Plus 1 Berlin. Wollen wir rumdoktern? Diese Verletzung von Mandic, dass das was mit der Mannschaft gemacht hat? Mit einem Tor hinten haben aber nur eine Parade. Aber das ist natürlich auch gut gespielt, aber trotzdem, der Außen schiebt zu, sieht, dass der... Oh, Balenciaga kam dagegen lang auf, ein bisschen zu spät, wollte dort das Offensiv-Foul ziehen. Da gibt es hinten das Mismatch, es nutzt Andersson. Da fehlt das Handgelenk. Und Andersson antwortet für Berlin. Machen können, wir sind im Handball-Konjunktiv. Und Lichtlein hat schon mehrfach bewiesen heute, dass er diese Räume auch gut nutzen kann. Andersson sowieso. Sieht man jetzt auch hier. Mit was für einem Wackler gegen Christo Panz. Ja, das ist... Da springt Sivas im falschen Moment mit. Was er in den letzten 5 Minuten gemacht hat, hatte mehr als Hand und Fuß. Und wenn er von dir geahndet wird, Respekt, Nils Lichtlein. Sie auch ein bisschen Glück. Der Abpraller genau bei Gitzel. Die wichtigen Paraden, die entscheidend sind, und das hat er heute eindrucksvoll gezeigt. Und so bleibt Berlin. Oh, was sagen wir über Melsung, Andi?